Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zum Deutschen Betriebsrätetag. Statistik wird jetzt allgemein gut. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr als Betriebsräte immer wieder darauf zurückkommt oder fokussiert. Also wie haben wir unsere starke News aufgebaut? Das war eine sensationelle Idee. Was der Betriebsrat hier in Königsbronn und die Mannschaft geschafft hat, ist der unbedingte Wille zu überleben. Dann habt ihr uns die Antwort gerade gegeben. Dafür tun wir das. Betriebliche Mitbestimmung und Mitverantwortung haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Dass das auch künftig so bleiben soll, steht außer Frage. Dieser Betriebsrätetag ist ein besonders wichtiger. Die Betriebsräte müssen wieder mehr werden. Das heißt, wir brauchen dringend besseren Schutz für Betriebsrätinnen und Betriebsräte in der Gründung. Und das zeigt doch, dass die ganz große Zahl das auch unterstützt. Und wie kriegt man eine soziale Lösung aus dieser Krise heraus? Man ändert es vor allen Dingen, indem die Menschen fair bezahlt werden. Es wird im Netz ganz viel diskutiert, gerade über euren Vortrag. In der Zwischenzeit könnt ihr in der Cafeteria euch nochmal austauschen. Publikumspreis. Welches Projekt hat dich am meisten beeindruckt? Also der Deutsche Betriebsrätetag 2020 findet natürlich unter dramatisch veränderten Rahmenbedingungen statt. Das war erstmal ein bisschen enttäuschend, aber dann kamen die Links. Ich finde es gerade jetzt wichtig, dass dieser Deutsche Betriebsrätetag stattfindet. Weil gerade jetzt in Krisenzeiten brauchen wir ja die Unterstützung. Wie haben es andere gemacht? Wie können wir die Transformation oder auch die Krise mit Corona wuppen? Wir müssen einfach Austausch anbieten und dafür ist das ja auch ein schönes Format. Wie soll ich das sagen, dass so Betriebsratsarbeit so toll belohnt wird, das ist schon echt emotional. Also muss man wirklich sagen, also voll toll. Und ich komme auch nächstes Jahr wieder.